Hallo meine Lieben, willkommen hier wieder bei Freyas Orakel und Wegweiser. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir machen jetzt wieder die Channel-Botschaft hier wie jeden Montag für dein Gegenüber. Und ja, da werde ich mich jetzt gleich mal mit einer Seele hier vom Kollektiv wieder verbinden und werde dir jetzt hier eine persönliche Nachricht von deinem Herzensmensch übermitteln. Bedenk aber bitte, es ist eine Allgemeinlegung, ne? Also kann ich immer alles auf jeden zutreffen. Wenn du merkst, es ist nicht deine Legung, mach dir bitte auch nichts passend, sondern du spürst natürlich auch, wenn es deine Legung ist, ja. Und sei auch bitte immer ganz ehrlich mit dir selber, weil so eine Legung, die kann eine Hoffnung geben, kann aber auch eine Hoffnung zerstören. Und natürlich, ja, musst du halt wirklich gucken, ob du damit in Resonanz gehst, ne? Das spürst du natürlich dann. So, ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Und verbinde mich jetzt hier mit einer Seele. Und ihr lieben Männerlein, das kann natürlich auch eure Herzensdame sein, die hier sprechen tut. Oder vielleicht findet ihr euch auch selber in der Legung wieder, was ihr gerne diesen Menschen sagen wollen würdet. Ne? Also man wird das jetzt hier auch spüren. So. Ich verbinde mich jetzt erstmal. Was möchte dir dein Herzensmensch jetzt sagen? Ich möchte dir gerade sagen, dass ich mir jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit für mich selber nehme, dass ich einfach hier mal eine Pause in meinem Leben mache und ja, dass ich jetzt einfach mal hier bald in Urlaub fahre oder mich einfach mal so ein bisschen zurückziehen werde. Ich möchte dir auch sagen, dass ich für mich selber erstmal hier versuche, Lösungen zu finden. Also falls jetzt von mir nichts kommen sollte, dann liegt es hier nicht an dir, sondern an mir selber, weil ich jetzt viele Dinge in mein Leben abschließen werde, viele Dinge, ja, weil ich mich jetzt einfach mal in eine andere Richtung bewegen werde. Und ich werde dann auch wieder hier auf dich zukommen, weil ich bin schon noch gewollt, hier mit Liebe in deine Richtung zu kommen, aber dann mit einem Gleichgewicht im Rücken, ja. Ich möchte, dass diese Liebe zwischen uns etwas Schönes wird, etwas Besonderes wird. Aber dazu ist erstmal hier dieses Ende nötig, damit ich eine Transformation finden kann und hier, ja, wieder verwandelt zu dir zurückkommen kann. Im Moment versuche ich hier viele Dinge in meinem Leben umzusetzen, damit ich die Freude und das Leben, die Lebensfreude für mich selber wiederfinden kann. Und ja, tief in meinem Herzen weiß ich, dass ich hier alles dabei habe und dass ich hier vieles ausrichten kann. Und ich bin jetzt für mich erstmal bereit, für mich etwas selber zu tun, selber einen Neubeginn mit mir zu machen, viele Dinge bei mir im Leben hier zu erneuern. Was ich für dich fühle, das ist hier Freude, das ist Frieden, das ist Feiern. Ja, also du bist ein Mensch, der lebensfroh ist, der lebenslustig ist. Du bist ein Mensch, der, ja, du bist ein ganz besonderer Mensch für dich, weil du hast die Magie hier in den Dingen und du bist natürlich auch ein ganz klarer Mensch. Du weißt, wo du hin willst, ja. Und das fühle ich gerade für dich. Ich fühle mich mit dir schon so ein Stück weit magisch verbunden, aber auch total in einer guten Freude. Aber auf der anderen Seite versuche ich auch hier sehr, sehr viel Klarheit zu erreichen. Ja, wo ich in meinem Leben überhaupt noch hin möchte oder was, wie mein Leben hier werden soll. Denn
Ich möchte nicht, dass es bei uns irgendwie toxisch ist oder dass es bei uns in so eine Energie reinkommt, wo da nichts draus werden wird. Ich möchte mich dann auch nicht einfach hier davonstehlen oder dich enttäuschen oder, ne, also ich möchte ganz einfach hier keine negative Energie bei uns haben. Ich möchte, wenn ich hier wieder zurückkomme zu dir, dann möchte ich ganz einfach, dass das harmonisch ist, dass der das hier, was vorher gewesen war, dieses Toxische, dieses Manipulative, ja, wo man anderen immer wieder wehgetan hat, das möchte ich nicht mehr haben. Ich möchte, dass hier zwischen uns Frieden herrscht, dass zwischen uns hier alles unter Kontrolle ist, ja, weil ich bin dieser Herrscher und du bist auch eine Herrscherin, aber ich möchte alles ohne dieses Manipulative. Ja, dass einer immer den anderen sagt, was er zu machen hat, was er zu tun hat. Ich möchte ganz einfach ein lockeres Leben mit dir. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, die Dinge genau zu betrachten, an diesen Dingen genau zu arbeiten, ja, an unserer Verbindung dann genau zu arbeiten und die Balance im Leben auch zu bewahren. Hier war vieles bei uns immer wieder in so einer Konstellation, dass es am seidenen Faden hing und das will ich nicht mehr. Ich möchte die Lebensfäden in meiner Hand haben und möchte hier ganz einfach an der ganzen Sache dranbleiben, dass es in eine Balance führt, ja. Und nur diesen neuen Zyklus möchte ich noch für uns haben. Deswegen brauche ich jetzt erstmal so ein bisschen diese Auszeit für mich selber, um hier über vieles klar zu werden, wie es weiterlaufen soll. Das, was ich tun werde, das ist ganz einfach, hier die Balance in meinem Leben zu finden. Mit etwas auf dich zuzukommen, wo ich dir sagen kann, hier, es geht jetzt vorwärts und diese Belastungen werden hier raus. Das, was wir immer so schwer auf unseren Schultern getragen hat, dass das ganz einfach jetzt hier gehen soll, ja. Und ich bin auch hier bereit, gemeinsam mit dir an dieser Sache zu wirken. Was möchte ich dir noch sagen? Ich möchte dir noch sagen, dass ich mit dir in eine Verbindung gehen möchte, dass die Verbindung zu dir mir super wichtig ist, dass ich mit dir ein Kapitel aufschließen möchte und dieses alte Kapitel aber erstmal abschließen möchte, was uns immer wieder Stress bereitet hat, ja. Tief in meinem Inneren habe ich gerade sehr, sehr viel Stress noch und deswegen brauche ich diese Pause, weil diese ganzen Sachen, die hier immer waren, auch bezüglich der Öffentlichkeit oder was da gewesen ist, da müssen wir wirklich eine Lösung finden und erst dann können wir dieses neue Kapitel in unserem Leben aufschlagen, ja. Dass wir uns treffen können, dass wir hier sichere Treffen haben, dass wir vielleicht auch, wenn wir unter Freunden sind, dass es da auch keine Reibereien oder Streitereien gibt. Ja, es ist, ich suche gerade die Antwort auf diese Themen. Und ich bin bereit, diese Probleme auch hier anzugehen. Ja, auch meine eigenen Probleme, dass ich mich hier ganz einfach jetzt zurückziehe, schaue, okay, was belastet mich, was sind meine Probleme, was führt überhaupt immer wieder zu diesen Belastungen bei uns und dass ich dann sage, hier, ich möchte die Situation verlassen, ich möchte das beenden, ich möchte eine Transformation bei dieser ganzen Sache haben und das, was ich hier möchte, das ist reine Gefühle. Ich möchte reine Gefühle haben mit dir. Ich möchte mich für einen Weg entscheiden, ja, welchen Weg wir gehen. Und auch du, auch dir würde ich hier wirklich raten, nochmal bei dir zu schauen, auch zu schauen, welchen Weg möchtest du in Zukunft gehen mit mir, ja. Möchtest du das überhaupt noch zu 100%, ja, oder sagst du, nee, ich gehe lieber die andere Richtung und ich möchte lieber was anderes machen. Ja, das akzeptiere ich, das muss ich dann akzeptieren. Ja, aber ich muss jetzt hier mein Leben bereinigen. Und das ist das, was ich gerade möchte. Mein Leben bereinigen und Klarheit reinzubekommen. Ja, Klarheit reinzubekommen, dass ich hier auch wieder glücklich bin. Und dazu gehört ganz einfach erstmal hier meine eigene Lebenskraft wieder zu finden, damit ich hier ein ganz stabiles Fundament für mich aufbauen kann oder auch für uns. Was möchte ich dir auch noch sagen?
Ich möchte dir noch sagen, dass Abwarten erstmal die beste Option ist, ja, dass wir hier nichts überstürzen und dass wir die Dinge ihren Lauf nehmen lassen. Und wenn Liebe sowieso die Antwort ist, warum noch Fragen stellen? Ich weiß, dass wir hier dass wir irgendwie total miteinander verbunden sind, dass unsere Leidenschaft entflammt ist. Und wir müssen aber das Alte loslassen, damit das Neue hier kommen kann. Und ich habe dir ja gesagt, du hast die Kraft, auch Nein zu sagen und zu gehen. Ja, also du musst ja auch nicht auf mich warten. Aber für mich ist das wichtig, dass es hier vorwärts geht und dass es auch für mich vorwärts gehen wird. Und ich weiß noch nicht, wie es danach weitergehen wird. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich muss jetzt erstmal auf den höchsten Gipfel dieser Sache. Und ich möchte auch gerade im Moment jetzt keine Beziehung mit dir haben. Das ist mir auch wichtig. Aber du sollst wissen, dass mein Herz für dich schlagen tut und dass das Leben mit dir auch Spaß macht. Ja, und ich möchte dich aber auch nicht verlieren. Ich möchte dich schon gerne an meiner Seite haben. Aber wie gesagt, auch du hast hier die Entscheidungsfreiheit. So, mein Lieben, ich hoffe, das Orakel hat dem einen oder anderen hier irgendwie gedient. Also wenn du das Gefühl haben solltest, dass hier jemand ist, der sich gerade nicht meldet oder der sich rauszieht, vielleicht hat dir das Gegenüber ja gesagt, dass man jetzt erstmal hier ein bisschen Zeit für sich braucht, ne, dass es diesen Menschen vielleicht auch gerade nicht so gut geht. Also dieser Mensch, habe ich wirklich das Gefühl, dieser Mensch möchte sich hier selbst wiederfinden, damit man hier auf dich transformiert zukommen kann. Ne? Und ich wünsche euch jetzt erstmal hier einen ganz, ganz wundervollen Tag, eine schöne Zeit und alles Liebe. Bis später.